Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, ein Wunschkonzert der M4A1 Revaloris. Gefahren von Groff 2000 aus dem Clan Graval. Was haben wir? Einen Stufe 8 Medium der Franzosen. Im Grunde eigentlich ein Amerikaner, weil es ein ganz normaler Easy 8. Und jo. Hat eine 105 mm Kanone mit 200 Durchschlag, 390 Schaden pro Schuss. Das ist für Stufe 8 Medium richtig, richtig ordentlich. Mit Hulldanus geschossen haben wir 250 Durchschlag. Die werden wir hier auch brauchen. Das ist nämlich in einem 10er Gefecht gelandet. Wir sind auf Fjorde und wir haben als Gegner unter anderem einen E100, einen Jagdpanzer E100, ein Objekt 257, ein Objekt 705. Der Kanone ist relativ genau. Hat das ein oder andere, die ein oder andere Abweichung. Aber eine relativ gute Reload-Zeit um die 8,4 Sekunden, 8,5 Sekunden. Und die Wanne hält ein bisschen was aus. Allerdings auf Stufe 10 dürfte da jede Menge durchgehen. So, der liebe Kopf 2000 fährt das Fahrzeug mit speziellen Rationen. Das heißt, hier unten gibt es starken Kaffee. 10% Besatzungsvorteile auf Tarnen, auf Reparieren, auf Einzielen und so weiter und so weiter. So, wir haben gleich den Hügel erstürmt. Die Artillerie ist auch ziemlich weit vorne. Kriegt gleich die erste Schelle. Kriegt gleich danach die zweite. Okay, nicht von uns. Ein Kill haben wir schon. Gegner ist ja extrem unvorsichtig. Er lässt uns da ganz fantastisch agieren. Jawohl, Rheinmetall, wo sich Waffenträger, kriegt eine 414er Schelle. High Roll, sehr schön. 1430 Schaden, ein Kill. Ich gehe davon aus, dass wir von der, ja, von der Panzerung nicht besonders viel sehen. Die ist nämlich. Auf Stufe 8 ist okay. Auf Stufe 9 bleibt ein bisschen was hängen, aber auf Stufe 10 ist kaum zu erwarten, dass da irgendwas daran hängen bleibt. Wenn man so anwinkelt, geht's vielleicht. Da kommt der Rheinmetall. Ne, das ist der Waffenträger auf Panzer 4. Und er bringt den Jagdpanzer R100 mit. Aber keiner scheint sich für dich zu interessieren. Jawohl. 448er Schelle gegen den Jagdpanzer E100. Scheint den trotzdem nicht zu interessieren. Dann gibt es halt die nächste Schelle hinterher. Zack. Und von der Artillerie auch noch eins. Ein bisschen Unterstützungsschaden bzw. ein bisschen Aufklärungsschaden einsacken. Genau richtig. Zack. Rheinmetall-Borsig-Waffenträger, Stufe 2, zweiter Kill. Keiner interessiert sich für dich, ist unglaublich. Der ging daneben, schade. Und der Waffenträger auf Panzer 4 nickt sich da umsonst einen ab. Stein schützt. Jawohl. 450er Schelle. Mit Premium-Munition. Einen hat er noch. Und tschüss. So, Waffenträger ebenfalls raus. Kill Nummer 3. Jetzt können wir es tatsächlich beim Jagdpanzer E100 probieren. Ne, der hat sich nach vorne ausgerichtet. Das brauchst du nicht probieren. Wenn der dir einen in die Seite mitgibt, kann es das schon gewesen sein. Denn der macht richtig böse Aua. Und der wartet da. Der wartet da richtig fleißig. Eine Artillerie haben wir noch. Die steht aber nicht besonders sicher da hinten. 19:9 steht's. Muss man aufpassen, dass wir hier auf der von der Arti dann eingeholt werden. Da kommst du durch, jawohl, sehr schön. Premium muss ja da sein. 433 HP hat er noch übrig, das heißt mit einem richtig guten
Schuss. Nimmst du den raus mit einem Schuss? Abgeprallt, schade. Nur ein Schuss HE dabei ist, ist immer ein bisschen. Ja, ein bisschen wenig. Ah, 15 HP bleiben übrig. 10 zu 12 steht's. Der Gegner ist noch nicht komplett am Ende. Naja, gibt es keinen Schuss drauf. Wir sind bei 4067 Schaden. Das ist wirklich eine exzellente Runde bisher. Okay, unsere Art ist leider auch raus. Das heißt, wir müssen das Licht ausknipsen. Ja, schauen wir mal, wer da kommt. Die haben uns noch eingefangen. Motor beschädigt, wird sofort repariert. Aber der T69 ist raus, bedeutet für uns Kill Nummer 4. Da war die Artillerie. In ungefähr 40 Sekunden gibt es die nächste Schelle, wenn wir nicht aufpassen. So, du bist One-Shot für den Jagdpanzer, für die Badget. Die braucht 3 Schuss für dich, die 12-Tonnen-Badget. Die kommt sie gerade. Natürlich völlig falsch, sich damit die anzulegen. Denn dein Turm dreht sich deutlich schneller, als man das vermuten könnte. Trotzdem sind wir jetzt bei 135 HP noch. 5 Kills haben wir auf der Uhr. 4452 Schaden. Und ich weiß ganz genau, dass die Artillerie da drüben richtig böse lauert. Da drüben ist die Arti. Er holt sich den Jagdpanzer. Von der rechten Seite die E7. Jagdpanzer E100 scheint weg zu sein. Der steht da hinten. Premium-Munition ist drin. Sehr gut. Bewegen, 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 bewegen. Vorsicht, Artillerie. Mobil ist er. Da kann man echt nicht meckern. Aber einer der größten Nachteile ist halt eine relativ hohe Silhouette und ein Einschussloch. Okay, IS-7 hat sich inklusive Munitionslager da verabschiedet. Jagdpanzer E100 hat geschossen, das heißt in 20 Sekunden der nächste Schuss. Okay. Und nimmt den nächsten raus. Den er für am gefährlichsten hielt. Abgeprallt. Upsala. Vorsicht, Arti. Danke fürs Wegfahren. Und tschüss. So, jetzt müssen wir uns bewegen. So schnell wie möglich weg. So weit wie möglich weg. Nee. Das könnte schief gehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wo ist die Artillerie? 6 Kills haben wir. 4467 Schaden. Und es wird dir empfohlen, sich zu bewegen. Okay. So. Was haben wir? Eine M40, M43. Die ist nicht besonders weich. Das heißt, wir bleiben lieber auf normaler Munition. Und können die theoretisch dann mit einem Schuss rausnehmen. HE bringt bei dir relativ wenig. Die hätte beim Waffenträger auf Panzer 4 was gebracht. Daneben. Bist aber vorher noch aufgegangen. Kill Nummer 7. Nicht schlecht. Was für eine geile Runde. Schauen wir uns mal die Auswertung an. Als allererstes natürlich wie immer ein kleines Bildchen. Wie sieht er aus oder wie hat er ausgesehen? Das ist er. M4A1 Revelories. Oder Revelry. Hübsches Gerät. Die Franzosen sich bei den Amerikanern ein bisschen bedient. So, eine Top Gun haben wir. Wir haben High Caliber. Wir haben eine Levasseur-Medaille. Hier ein bisschen Gedöns und Gezupper. Und natürlich ein M. War auf jeden Fall richtig gut gefahren. Danke fürs Einsenden. 1742 Basis-XP, das ist ein ziemlich geiler Wert. Junge, 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 mit dem Premium-8er in dem 10er-Gefecht so aufräumen. Schön, dass sie sich so ganz wenig für dich interessiert haben. Aber das gehört halt auch mal dazu. Jo. 133.000 nehmen wir ein. 62.000 allein haben wir durchs Rohr geschoben. Na, viel Spaß. 41.823. Bleiben am Ende netto übrig.
Kann man auf jeden Fall machen. Vielen Dank nochmal, wenn es euch gefallen hat. Wie immer fleißig draufklicken, ein Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.